Ladies and gentlemen, live on tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 259. Heute in einer relativ kleinen Runde. Ich bin der Eugen und heute dabei der Robert. Sei gegrüßt in kleiner Runde. Ja, wie immer fangen wir mit dem Rückblick an. Und da gibt es eigentlich nur ein paar Kämpfe, wo wir kurz die Ergebnisse erwähnen. Im Super-Weltergewicht gab es einen Kampf auf Showtime zu sehen in den USA zwischen Erickson Lubin und Terrell Gaucher. Da gab es ein, UD für Lubin. Ansonsten gab es ja noch eine einigermaßen interessante Veranstaltung auf ESPN zu sehen, in der Bubble im MGM Grand. José Pedraza kämpfte gegen Javier Molina. Pedraza gewann souverän nach Punkten und Ije Ayakba kämpfte gegen Jonathan Rice und gewann da auch souverän nach Punkten. Muss wohl aber eine sehr langweilige Vorstellung gewesen sein, wie ich gelesen habe. Ich habe den Kampf selber nicht gesehen. Ja, ich denke, so ein Mann, den kann man auch oder sollte man als Super Prospect vielleicht nicht unbedingt stehen lassen, aber ja. Er hat souverän gewonnen, von daher wollen wir mal nicht zu böse sein mit dem guten Ishakba. Ansonsten vielleicht noch ein Kampf, den wir erwähnen können. Die große Schwergewichtshoffnung. Viktor Faust oder Viktor Wirkst oder so ähnlich, wie man ihn ausspricht. Ich weiß es nicht. Errung einen glorreichen Sieg in der dritten Runde durch TKO gegen Gabriel Nguema. Fantastisch. Ja, einfach Aufbaukämpfe, schnelle, viele Aufbaukämpfe für Viktor Faust, der dann noch höherem Streben wird. Aber wirklich spannend wird es eigentlich erst nächstes Wochenende, denn da gibt es doch so einige sehr, sehr spannende Kämpfe. Und der erste davon, den wir besprechen werden, ist sogar in Deutschland von Sauerland Event ausgerechnet. Das große Finale im Cruisergewicht. Dortikos gegen Maris Brides. Sehr spannend. Das Ganze findet in München statt, im Plaza Media Broadcasting Center. Wo auch immer das ist, auf jeden Fall ohne Zuschauer. Und echt schade. Das ist auf jeden Fall spannend zu sehen, wird das Ganze bei Bild.de oder Bild Plus. Robert, was ist denn da so dein Favorit? Dortikos oder der gute Herr Brides? Boah, das ist eine gute Frage. Dortikos hat bisher nur die eine Niederlage, Brides auch. Brides gefiel mir aber zuletzt nicht mehr so gut. Der ist nicht mehr so spritzig und explosiv wie früher. Deswegen, könnte ich mir vorstellen, also vor 2 Jahren hätte ich jetzt gesagt, das wäre es glasklar bei Brides. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Andererseits, Dortikos ist auch 2 Jahre älter geworden. Das ist für mich ein ganz enges Ding und ich glaube nicht, dass das vorzeitig beendet wird. Beziehungsweise, obwohl Dortikos ist beim letzten Mal auch, wo er einmal vorzeitig verloren hat. Das, glaube ich, war 11. oder 12. Runde da, glaube ich, gewesen, oder? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Der gute Dortikos hat in der 12. Runde gegen Murat Gassiev, der natürlich auch eine Maschine ist, verloren. Ja, ja gut, Brides ist auch eine Maschine. Irgendwie. Schwierig. Also das ist 50-50. Ich kann mich da wirklich nicht festlegen. Ja, ich würde auch sagen, also boxerisch sind die beide natürlich über jeden Zweifel haben, also schon brutal stark, haben beide auch ordentlich Punching Power. Also ist eigentlich alles da für einen spektakulären Kampf und ich denke, den werden wir auch dann bekommen. Ob der wirklich so spektakulär wird, wird man sehen, aber es wird auf jeden Fall Boxen sein auf ziemlich höchstem Level. Ne? Also viel besser. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Brides wie gegen Marco Huck boxt und einfach 12 Runden lang einfach nur die gleichen 3 Kombinationen macht.
Ja, das Problem ist halt, dass dort die Costa auch boxen kann, ne? Ja, Ein das bisschen kann mehr der auf Skill jeden hat. Fall. Hat ein bisschen mehr Punching Power und ja, also das wird schon keine leichte Aufgabe. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar kontrovers wird am Ende. K.O. ist auch sicherlich für beide möglich, weil beide ja ordentlich Power haben, aber ich denke, das wird irgendwie so ein knappes Ding über die Punkte und da würde ich sagen, Brides gewinnt vielleicht umstritten oder knapp. Wer Ja, weiß okay, das schon? da kann ich mich jetzt auch zu hinreißen lassen. Ja, aber es ist natürlich eng, ne? Also man weiß nicht wirklich, ja, was da passiert. Auch jetzt sind beide natürlich schon ja, alte Schlachthäuser, 34, 35 Jahre alt und schauen wir mal. Also es ist auf jeden Fall ein echt spannendes Ding und schön, dass ja zwei Boxer dieser Güteklasse da aufeinander treffen, weil das sind ja wirklich ja vielleicht mit die beiden besten Leute, die es so gibt im Cruisergewicht. Und von daher. Aber eine Schande, dass es nur auf Bild Plus läuft. Ja, und Eigentlich müsste das Zuschauer auf ist DAZN laufen. eigentlich, ist natürlich Corona geschuldet, ne? Aber so ein Kampf, der halt wirklich schon ja, einer der besten Kämpfe ist, die wir so dieses Jahr sehen werden, dass der dann einfach irgendwo verschwindet und nicht gezeigt wird und ja, es gibt gleichzeitig Gerüchte irgendwie, dass irgendwie Mayweather für 20, 30 Millionen irgendeinen YouTube-Star boxt, so als Zirkus-Showkampf. Und so ein Kampf, der wirklich irgendwie so sportlich höchsten Anforderungen genügt, der verschwindet einfach so im Nirgendwo. Ist schon ein bisschen traurig, aber das ist halt im Boxen so, wenn du keinen großen Namen hast in der Welt. Oder wenn du nicht Mexikaner, Amerikaner oder Engländer bist, dann ist es einfach ein bisschen schwierig. Ja, das hast du schön zusammengefasst. Dorticos, Kubaner, Brides ist Lette. Gut, Kubaner sind eigentlich ein Boxvolk, aber bei denen ist halt Profisport nicht erlaubt. Ja, und in Kuba generiert man jetzt auch nicht mal die größten Pay-per-View-Einnahmen, ne? Von daher, ja, falls man das überhaupt sehen kann, das glaube ich auch eher nicht. Aber Wenn du es hier schon kaum zu sehen bekommst. ja, also das, wenn es echt eine Qual ist, das irgendwie zu sehen, also das ist schon ein bisschen traurig, dass manchmal so die ganz sportlich interessanten Kämpfe einfach nicht zu sehen sind und manche Kämpfe, die sportlich fragwürdig sind oder eigentlich gar keinen sportlichen Wert haben, so Stipulationskämpfe, Aufbaukämpfe und so weiter, dass sie da irgendwie groß abgefeiert werden oder und dass das große Geld damit verdient wird und sowas, einfach so irgendwie in so einem Münchner Studio ausgetragen wird, ja, ist schon ein bisschen schade, aber muss man mit leben und ich freue mich auf jeden Fall auf den Kampf und ja, mal sehen, wie es ausgeht. Also es ist auf jeden Fall schwer, da eine klare Prognose abzugeben, aber wir haben uns ja knapp auf Dorticos geeinigt, quasi. Ich dachte, Brides. Gut. Auf Brides geeinigt, Ich wollte genau. gerade schon sagen. Richtig. Aber wer weiß, was da passiert. Aber von daher, ja. Gut. Ansonsten gibt es natürlich noch weitere spannende Kämpfe am Wochenende und die andere Veranstaltung, wo die spannenden Kämpfe sind, ist im schönen Connecticut im Mohegan Sun Casino Unascville. Unkassel. Ja, zu sehen wird das sein auf Showtime. Und ja, die beiden Schalo-Brüder sind da aktiv. Jamal Charlo wird gegen Sergej Derevyanchenko kämpfen, was doch ein ja, sehr, sehr netter Kampf ist. Auf jeden Fall. Derevyanchenko hat ja auch nur zwei Niederlagen. Das eine ist eine knappe gegen Daniel Jacobs und die andere ist gegen Golovkin, die auch knapp war. Und Charlo oder Jamal Charlo ist natürlich noch ungeschlagen, hat aber noch nicht die ganz großen Namen geboxt. So solide Namen auf jeden Fall, so Top 20 Leute, ja, aber das ist auf jeden Fall der beste Gegner, den er je vor seinen Fäusten hatte. Und ich denke, da erwartet uns doch schon ein sehr, sehr knapper Kampf. Charlo sollte Favorit sein, knapp. Ich denke, im Zweifel, selbst wenn es eng wird, sollte Charlo das Urteil einfach bekommen, weil er einfach wahrscheinlich besser zu verkaufen ist. Aber es ist auf jeden Fall sportlich
schon ein ziemliches Highlight, so mit dem Cruisergewichtsfinalkampf zusammen haben wir an diesem Wochenende dann zwei Kämpfe, die echt, echt spannend sind. Die jedenfalls auf wen willst du denn dein Geld setzen? Boah, wie du schon gerade gesagt hast, im Zweifel ist er wahrscheinlich besser zu verkaufen. Aber wenn du dir jetzt so mal den Rekord von beiden anguckst, das hat schon das Potenzial für eine kleine Schlacht. Da festlegen würde ich mich jetzt, also nur aus der Wahrscheinlichkeit raus für Charlo, aber das wird kein glasklarer Sieg. Jedenfalls glaube ich das nicht. Vielleicht straft er mich Lügen, aber ich glaube das nicht. Charlo, muss ich ein bisschen widersprechen, die ganz großen Namen, ja, er hat Leute drin wie Austin Shaw, Julian Williams, Korobov, da die sind nicht schlecht, also die sind schon nicht schlecht, da wird sich so ein Derev Yatschenko, der gliedert sich damit ein, würde ich sagen. Das ist so das Niveau. Nein, ich würde schon sagen, ein bisschen drüber. Ja, ne? Aber es ist jetzt nicht der Golov, ist jetzt kein Golovkin. Nee, aber fast so gut wie Golovkin. Ja, also. Das geht nicht viel. Also, ich würde schon sagen, das ist schon der stärkste Mann. Ja, auf jeden Fall. Das schon. Aber es ist ungefähr die Liga von den Leuten. Das meinte ich nur damit. Ja. Von daher gehe ich da mit dir im Zweifel Charlo. Aber ich glaube nicht, dass das ein glasklarer Sieg ist. Und Derev Yatschenko ist niemand, der zum Verlieren kommt. Der wird liefern. Ob es am Ende reicht, wird sich zeigen. Ja, ich denke auch, da wird irgendwie, weiß ich nicht, 100. Das ist ein ganz knappes Ding, wird das sein. Also, ich denke da irgendwie ultra knapper Punktsieg für Charlo, aber abwarten. Was denkst du, macht sein kleiner Bruder? Der gute Jamel. Ja, aber der so klein ist der eigentlich jetzt auch nicht. Ja, gut, der quält sich halt schon mal gerne mal ein bisschen mehr, ne, als sein Bruderherz. Ja, gegen Trout, ein bisschen schmeichelhaft vielleicht das Urteil, hat dann auch die Niederlage gegen Tony Harrison, die er dann ausmerzen konnte im Rückkampf. Ja, Rosario ist jetzt auch jetzt nicht die Überrakete, ist jetzt kein ganz schlechter Mann, aber ist jetzt natürlich auch jemand, der keine Riesenhürde für ihn darstellen sollte. Also ich denke da auch, dass der gute Jamel da einen Punktsieg erringen wird, der ja auch eng sein wird, aber eng und verdient. So, ich denke schon, dass das sollte machbar sein für ihn. Aber es sind zwei Gegner, die man auf jeden Fall nicht unterschätzen sollte. Aber ich denke, die werden beide knapp gewinnen. Frage ist jetzt auch wir wissen jetzt zum Beispiel da auch gar nicht, wie da die Rahmenbedingungen sein werden. Wird es da Publikum geben? Wie viel Publikum wird es da geben? Ja. So, wenn es jetzt nur so ist, weiß man ja jetzt auch nicht genau, wie viele Leute da dann sind, selbst wenn es eine größere Halle ist, so viele Leute dürfen dann wahrscheinlich auch nicht drin sein. Nein, ich glaube da auch nicht am Publikum, weil wenn man sich jetzt alles anschaut, was im Moment in den USA an Sport passiert, die NBA-Finals oder die NBA, die Playoffs halt noch, sind halt auch ohne Zuschauer. Die UFC am Wochenende war ohne Zuschauer. Es ist irgendwie alles ohne Zuschauer. Ich glaube nicht, dass da große Zuschauer sein werden. Was ich damit sagen wollte, ist, dass man trotz, sagen wir mal, keiner Zuschauer und naja, dadurch auch weniger Einnahmen, hat man nicht an guten Gegnern gespart. Nee, das ist schon. Das ist schon beachtlich. Vielleicht gibt es irgendwie so ein paar VIP-Irgendwas-Plätze da in diesem Casino, wer weiß das schon, aber jetzt ist da irgendwie groß. $5,000. Nein. Ja, wer weiß, ne? Ich glaube, so Plätze bei Klitschko damals am Ring, die haben auch mal, glaube ich, locker 1,4, 1,5 gekostet. Ja, kann gut sein. Also ich weiß. Party vermeintlicher und ja. das haben die Leute sich schon was kosten lassen und andere Highlight-Kämpfe sind ja auch fürchterlich teuer, wenn man da ganz vorne sitzen will, gerade die in den USA. Da zahlt man ja auch richtig Schotter für. Ja, keine Ahnung, wird man sehen. Da kannst du dir in manchen wahrscheinlich schon von ein kleines Auto kaufen. Ja. Zahlst du mal irgendwie, keine Ahnung, für so einen Top-Fight, irgendwie, weiß ich, Mayweather Pac-Man oder so, da hast du wahrscheinlich irgendwie ein Jahresgehalt von so einem Burgerbrater oder so. Aufhören müssen, wenn du da vorne sitzen willst. Aber auf jeden Fall ganz, ganz nette Card. Die andere Card sieht jetzt auch nicht so schlecht aus, wenn man die mal überfliegt. Also das ist schon sehr, sehr nett. Wird man sehen, was davon wirklich dann kommt. Aber
Aber allein die beiden Hauptkämpfe sind natürlich schon sexy und wert gesehen zu werden. Von daher, es steht uns ja doch ein recht gutes Boxwochenende bevor. So wie dieses Sportwochenende ja auch brutal war, wenn man schaut, was alles war dieses Wochenende. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe heute Nacht kurz UFC geguckt und gleichzeitig lief die NBA, also die Halbfinals und Le Mans, und das war irgendwie nachts um 4, 5 Uhr und da konnte man eigentlich drei Sachen gleichzeitig gucken und Boxen lief auch noch. Also da konnte man vier Sachen gleichzeitig gucken. Das ist ja Wahnsinn. Wie hast du das gemacht? Hast du eins auf dem Fernsehen laufen lassen, eins auf dem Laptop und eins auf dem Handy, oder wie hast du das gemacht? Nee, ich habe dann schon UFC geschaut, aber ja, auf dem Fernseher. Die anderen beiden, dann kann man ja auch davor und danach gucken. So, ne? Das Basketballspiel war relativ eindeutig und Le Mans war dies Jahr auch langweilig, aufgrund der ja, wenigen Hersteller, oder relativ langweilig so. Ne? Es ist halt auch nicht mehr so sexy, wie es vielleicht mal war, aber immer noch Le Mans und immer noch sexy. Und es gab Premier League und Bundesliga und ja, viel Sport. Und Tour de France gab es auch heute, das Finale. Also es war auf jeden Fall ja gut was los so in der Sportwelt mal wieder. Also das war also gefühlt für mich zumindest das Wochenende in diesem Jahr, wo am meisten. Weißt du, was mir gerade einfällt, was wir vergessen haben? Nee. Am Freitag war doch das Sat.1 Promi-Boxen gewesen. Ach ja, wir hatten da gekämpft. Weißt du das? Ja, nein, weiß ich nicht. Ich auch nicht. Hab ich es nicht gesehen. Ja. Weil ich habe mir auf Comedy Central Kingpin angeguckt. Ja, und ich gucke kein lineares Fernsehen mehr seit Jahren. Und ich auch nicht, aber ich habe nur durch Zufall mal mitbekommen, dass der Film halt da lief, und ich habe den halt seit Jahren nicht mehr gesehen. Und ich sage, ach komm, der lief auch nur nebenher, muss ich dazu sagen. Ja. Beim Promi-Boxen war es ja auch in den letzten Jahren meistens so, also wenn es dann mal kam, dass man auch gar nicht mehr wusste, wer sind die Leute und weswegen sind sie bekannt. Deswegen habe ich es mir jetzt nicht angeguckt. Was ich aber durch Zufall bei Instagram gesehen hatte, Patrick Rokol, der bei uns letztens zu Gast als Interviewpartner war, hat da einen der Boxerinnen wohl betreut. Aber ja, ich habe keine Ahnung, wer das war. Ja, soll er mal machen. Ich habe auch keine Ahnung, wer der gekämpft hat. Das ist so eine Sache, so dieses lineare Fernsehen, das ist so. Das findet irgendwie in meinem Leben gar nicht mehr statt, durch die ganzen Streaming-Anbieter. Ich bin ja so ein Streamkind, keine Ahnung. Anfang der 2000er fing das ja so an, wo man schnelles Internet bekam, wo man DSL hatte. Da fing das ja an im Grunde, dass man sich die Streams angeguckt. Und seitdem bin ich im Grunde seit ja bald 20 Jahren weg irgendwie von diesem linearen Fernsehen. So, das findet so in meiner Welt nicht mehr statt. Ich schaue das, wenn die Live-Sportübertragungen sind oder Ausgänge von Wahlen oder sowas, dann ja. Oder irgendwas wichtig, ganz Wichtiges passiert, aber so schaue ich das nur noch, wenn ich irgendwo bin, wo der Fernseher läuft oder so, aber jetzt so privat bei mir gar nicht mehr. Es ist, boah, Dito. Findet so irgendwie gar nicht statt. Also bei mir ist es höchstens mal, also ich habe so zwei, drei Sender, wenn ich so überhaupt nichts zu tun habe und einfach mal kurz durchdaddel. Dann diese zwei, drei Sender gucke ich mal rein. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, es ist 18 Uhr, ich muss jetzt, weil ich Simpsons gucken. Das ist bei mir auch schon jetzt, würde ich mal sagen, seit 2011 ist das bei mir tot. Ja, und ich finde das auch fürchterlich mittlerweile, wenn man durchseppt so, ne? Und man hat ja mittlerweile über die Boxen mit und da ist ja wie, weiß ich, mindestens die Hälfte der Kanäle ist irgendwie gesperrt, oder wenn man da nicht Geld für bezahlt, so ja, dann keine Ahnung. Ja, vor allem, was sind das für Sender, die du dir da anguckst? Ich meine, ich habe, wann war das, 2014, habe ich mir mal bei, als ich noch bei meinen Telefonanschluss bei der Telekom habe, habe ich mir so ein TV-Paket aufschwatzen lassen mit so Spartensendern, die ich aus Urlauben kannte. Ich glaube, ich habe da dreimal reingeguckt und da habe ich mir gedacht, warum mache ich das eigentlich? Im Urlaub ist das nochmal was anderes, da ist das was, ich sag mal jetzt Exotisches, das kennt man nicht, aber zu Hause, da arbeitest du oder machst andere Dinge, da guckst du halt nicht so, weiß ich, Animal Planet oder so ein Kack. Nein, und die wirklich qualitativ hochwertigen Sachen, die sind ja eh mittlerweile bei den Streaming-Anbietern allen. Egal, ob das bei der Zone im Sport ist oder bei Sky, die man vielleicht auch schon als Streaming-Anbieter nennen kann, bei Amazon oder wo auch immer. Und Fernsehen, die haben doch fast gar keine Rechte mehr, auch wenn man sich anguckt, was hat ARD, ZDF
und so weiter. Selbst Sky, was für Rechte haben die denn noch? Und wie wird das dann dargeboten? Also die haben ja dann, die sparen da ja auch an dann mittlerweile sich zu Tode, wenn ich so Bundesliga-Konferenz oder Zweitliga-Konferenz, da wird einfach das Wahnsinn, was da an Geld eingespart wird, und die Qualität hat auf jeden Fall irgendwie auch nachgelassen, ist ja auch klar, mit sinkenden Einnahmen wahrscheinlich. Und das läuft sich ja alles tot irgendwie im Fernsehen, da kommt ja nichts mehr. Ich wüsste nicht, was ich da gucken sollte. Und das, was du gucken kannst, musst du nicht linear gucken. Genau. Also ich gucke schon mal ganz gerne so Sachen wie die Heute-Show oder Böhmer, hier ZDF Neo Magazin Royal, das gucke ich auch ganz gerne. Aber das gucke ich mir meistens dann im Stream an. Ja, natürlich, weil dann ruft jemand an, dann klingelt's oder man hat vielleicht gerade nur eine halbe Stunde Zeit oder will einfach ins Bett gehen oder so. Wo man zwar früher vielleicht, da hat man sich noch irgendwie zu Ende durchgequält, aber jetzt drückt man einfach Pause und fertig. Und das ist einfach so schön und ohne blöde Werbung, ohne irgendwelche Hindernisse, und das ist einfach, ja, das ist einfach, ja, von mir aus, ich will nicht sagen, kann man es abschalten, weil wenn irgendwelche wichtigen Sachen sind, die kann man auch streamen. So, aber sonst. Ja, man müsste es, finde ich, vor allem deutlich runterbrechen. Es gibt viel zu viel Spartensender, es gibt eigentlich viel zu viel. Du könntest also das, was an öffentlichen Geldern ins Fernsehen fließt, könntest du eigentlich viel besser bündeln. Ja, das ist absolut krank, finde ich. Und dann, wenn da irgendwelche Unglücke, Unwetter oder so, dann berichten die nicht mal richtig, die Öffentlich-Rechtlichen. Die haben ja, für mich haben die absolut null Daseinsberechtigung mehr. Also ganz, ganz wenig. Also von mir aus wären da vielleicht ein paar Sender, wenige, wären vielleicht, könnte man erhalten, aber so, was da auch kommt mittlerweile an. Die zeigen ja teilweise im ARD/ZDF irgendwelche Morgenmagazine, Boulevard-Sendungen, haben Werbung in der Sportschau. Und da denke ich mir, ist das denn wirklich so, ist das noch zeitgemäß? Eigentlich nicht. Das ist einfach nur noch so Dead Man Walking, den es noch gibt, aber. Ja, für alte Menschen. Du darfst nicht vergessen, der durchschnittliche ZDF- und ARD-Zuschauer ist Mitte 60. Ja, und das wird sich so ziemlich totlaufen, denke ich, ne? Weil, wie gesagt, die haben auch nahezu keine Sportrechte mehr. Egal, was man schaut, so im Öffentlich-Rechtlichen, die haben ja nichts mehr. Oder auch RTL, die zeigen keine Formel 1 mehr, die zeigen vielleicht. Das ist krass, oder? Was? Das ist schon krass, oder? Ja, die zeigen ja vielleicht noch das eine oder andere Fußball-Länderspiel oder so Restverwertungen von mal irgendwie Euroleague oder Champions League, wenn die irgendwas aufkaufen können, aber eigentlich, da kommt ja nichts mehr. Und Olympiade auch irgendwie nur noch Teilrechte und was, also ich sehe da keinen Sinn mehr. Wenn die solche Rechte nicht mal mehr kaufen, die Öffentlich-Rechtlichen, gleichzeitig aber immer die Gebühren anheben, für was? Was liefern die denn? Also ich finde, das ist Wahnsinn, aber egal. Ich glaube, wir schweifen ein bisschen ab. Ich glaube, da könnten wir, glaube ich, auch mal eine ganze Folge drüber machen. Nur wie kann man es nennen? Verbreitungsmedien. Ja. Übrigens, was ganze Folgen angeht, haben wir ein paar nette Themenvorschläge bekommen, auf die wir auch noch eingehen werden. Nur nicht im Moment. Also das wird dann wieder der Fall sein, wenn wirklich mal so Wochen sind, wo wirklich gar nichts ist. Und da werden wir dann auf jeden Fall ein paar Sonderfolgen dann aufnehmen. Nagelt uns aber nicht fest, wann. Aber wir werden es tun. Ja. Das auf jeden Fall. Genau. Und es gab ein paar News, die auch ganz interessant sind. Alexander Usyk könnte vielleicht auf Derek Chisora am 31. Oktober treffen. Das scheint wohl relativ fix zu sein. Endgültig habe ich es noch nicht gelesen, aber das scheint wohl so zu kommen. Wie oft ist dieser Kampf jetzt eigentlich schon angesetzt worden? Gefühlt zweimal, oder? Ja. Vielleicht auch schon öfter oder weniger. Oder mehr, ich weiß es nicht. Irgendwann, kennst du das, du liest und liest und irgendwer fordert irgendwen raus? Manuel Char ist ja so einer. Wenn ich dann so das immer alles höre, dann denke ich so, ach, halt doch einfach mal die Fresse. Sag doch einfach, wenn es jetzt endlich stattfindet und gut ist. Ja. Und vor allen Dingen noch schlimmer, wenn das jetzt wirkliche Highlight-Kämpfe sind, dann lese ich da auch weiter. Aber wenn das so Kämpfe sind, wo du
die Namen schon in, dass sie kämpfen sollen, ein paar Mal gelesen hast und die sind nicht stattgefunden haben und die sind für dich im Kopf eindeutig. Also Alexander Usyk gegen Dergan Chisora ist für mich ist ein netter Kampf, aber es ist relativ eindeutig für Usyk. Ich habe keinen Zweifel, dass Usyk da gewinnt. Und von daher schalte ich da innerlich so ein bisschen ab, weil das ist für mich nicht so reizvoll, ne? Also das gucke ich mir dann ja an, wenn's kommt, aber diese Diskussion darum ist jetzt nicht so, wie wenn jetzt irgendwelche politischen Pound-for-Pound-Kämpfe stattfinden würden. Wenn er jetzt stellen würde, weiß ich, Usyk gegen Joshua, dann würde ich da sicherlich würde ich da alles zu lesen und das verfolgen, aber so. Ja. Ansonsten gab es vielleicht noch die News, dass Floyd Mayweather irgendwie so einen Zirkuskampf gegen Logan Paul machen will. Das hatten wir vorhin schon erwähnt. Für was ist der eigentlich nochmal bekannt? Das ist irgendein YouTube-Star, okay. Social-Media-Star, was auch immer. Warum Hobbyboxer, warum will der gegen Floyd Mayweather kämpfen? Das ist, das macht überhaupt keinen Sinn, weiß ich nicht. Ja gut, das wird einfach nur für Publicity sein. Was mich eher fragt ist, wer finanziert das? Wer hat da Interesse dran zu sagen, das will ich sehen? Ja, und bezahlt dafür, das frage ich mich auch. Ja, wer finanziert das? Ja, die Fanboys von dem Logan Paul vielleicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ansonsten gibt es noch zwei Meldungen. Ja, Danny Williams verkündet sein Karriereende. 12 Jahre oder 15 Jahre vielleicht zu spät, aber ja, er verkündet es und kann man auch sagen, endlich Danny Williams, endlich. Der Brixton Bomber Henke Handschuh an den Nagel. Glaubst du das? Ich hoffe. Es ist ja einfach nur schrecklich mit anzusehen. Das habe ich nicht gefragt, ob du das hoffst. Ich habe gefragt, ob du das glaubst. Ja, glaube ich schon. Wahrscheinlich kriege ich keine Lizenzen mehr oder so. Ich weiß es nicht, aber das ist der Typ war ja auch irgendwie bei einem Jab von ihm, Journeyman, war der schon hurt. So, der ist ja so punchdrunk. Das ist ja so unanständig. Und die Leute, die in den letzten 10 Jahren geboxt haben, die sollen sich alle schämen. Wirklich, die sollen sich schämen. Die Boxer brauchen sich nicht schämen, die Leute, die den engagiert haben. Ja, ja, genau. Und die Boxer, die den gegen ihn geboxt haben, sollen sich auch schämen. Die sollen sich schämen, wirklich. Das ist eine Schande, so einen punchdrunken Mann irgendwie noch zu boxen, finde ich. Weiß ich nicht. Das ist so. Das ist aber auch eine echt lange Liste. Vor allem mit namhaften Gegnern, wenn man mal so guckt. Ab 2010 hätten wir da von den namhaften Derek Chisora, Manuel Char, Leif Larsen, Christian Hammer, Dennis Barkdorf, Werner Kreisgott, der ihn nach Punkten 2012 in Köln besiegt hat. Meiris Briedes. Den wahrscheinlich besiegt hat, genau, weil Boxrec hat keinen Haken hintergemacht. Oder es ist auf jeden Fall unter Beobachtung oder nicht gesichert. Naja. Meiris Briedes, dann haben wir, wen haben wir noch? Oleg Maskajew. Oh, Oleg. Andrei Wawczyk. Adrian Granat. Oh, bitte. Andreas Sidon hat auch gegen ihn geboxt. Gut, der ist auch schon alt. Ja, gut, das ist dann. Das geht noch halbwegs, aber ich weiß gar nicht aber mehr. Aber warum? Das ist, ich meine, Danny Williams, man muss sich jetzt vorstellen, der Typ hat mittlerweile 29 Niederlagen im Rekord. Das ist doch krank. Und wirklich, der ist ja nur noch ein Schatten seiner selbst und vielleicht auch nicht mehr Herr seiner Sinne so ganz. Und das tut mir wirklich weh, wenn ich den, also, weiß ich nicht. Die sollen sich schämen, die Leute, die ihn geboxt haben, wirklich. Das ist einfach unanständig. Das ist wirklich unanständig. Aber ich kann mir vorstellen, den werden wir nochmal sehen. In 1 oder 2 Jahren. Ich hoffe das auch nicht. Ich habe eigentlich schon vor Jahren gehofft, dass ich das nicht mehr tue, aber ich habe ja auch mal vor 2 Jahren schon mal in einer Folge vom Podcast gesagt, ich will das, wenn der auf einer deutschen Karte kommt, ich guck's mir nicht mehr an. Nein. Das kann man nicht unterstützen. Nein. Wie gesagt, ich sehe das ziemlich hart. Die sollen sich alle schämen, die den geboxt haben, wirklich. Das ist unanständig. Sich dann irgendwie, ja weiß nicht, an dem Tyson-Bezwinger da irgendwie aufzugeilen oder so, der einfach nur noch körperliches Wrack ist. Ist einfach, ja.
Weil man den Tyson-Bezwinger bezwungen hat, hat man irgendwie auch selber Tyson bezwungen. Wahrscheinlich denken die so. Ja. Toll. Helden. Wirkliche Helden. Ja. Schämen sollt ihr euch alle, die ihn geboxt haben. Die letzten 10 Jahre. Wirklich schämen. Ja. Ist das der Folgentitel? Schämt euch? Schämt euch. Shame on you. Keine Ahnung. Wir werden gleich sehen. Ansonsten, ja, Chris Bird, der ihm es auch wohl nicht so gut geht, hat verkündet, er möchte ein Comeback machen im Mittelgewicht. Und er denkt, er könnte Weltmeister werden. Und er ist noch schnell. Ah, das ist ähnlich traurig. Sein Comeback ist schon gescheitert. Und ein früherer Schwergewichtsweltmeister im Mittelgewicht, damit 50. Glaubst du, dass das funktionieren kann? Ach, Quatsch. Ja, also. Jetzt sagen wir doch mal ganz ehrlich. Wenn Mike Tyson sagt, er kommt wieder. Ja, der macht einen Showkampf gegen Roy Jones Jr., der auch schon weich gekloppt ist. Was erwarten die Leute denn da bitte? Ja, der irgendwie gegen Schotten Enzo Margarinelli zerstört wurde. Nein, und Chris Bird ist einfach nur so ein Beispiel von jemandem, der wahrscheinlich, ja, dem es nicht gut geht, der sein Geld ausgegeben hat, der sicherlich Probleme hat, und wenn der verkündet, dass er irgendwie nochmal boxen will, bitte nicht. Also das ist auch wieder sowas. Einfach sein lassen, weil das, nein, das ist unanständig, wenn man den Mann nochmal boxt. Und wenn man sich jetzt mal das Foto bei ihm bei Instagram anguckt, also für 50 sieht er schon ganz gut in Shape aus, das muss man schon sagen, aber er ist halt 50, und als er damals zurückgetreten ist, war der auch schon nicht mehr gut in Form. So, ich werde auch von Mike Tyson, der seit den letzten Kämpfen dann verloren hat, wo er auch schon Schott war, werde ich auch nichts Großes erwarten. Nein, und wahrscheinlich natürlich 0815 Burger Brater Matthew bei McDonald's, adipös, unsportlich, solche Leute haut er natürlich immer noch weg. Oder irgendwelche Journeyman, ja. Aber ernstzunehmende Boxer, nein, das ist doch gar nicht möglich physisch. Und es ist einfach traurig oft zu sehen, was aus Leuten wird, wenn die, oder aus Boxern generell, was denn so aus denen wird nach dem Karriereende. Ist auch wirklich, wirklich traurig anzusehen. Und Chris Bird ist halt auch ein Beispiel. Danny Williams ist auch ein Beispiel. Genau wie Riddick Bowe und andere, denen es dann einfach nicht mehr so gut geht. Ne? Und die es natürlich dann schwer haben, wenn die ganzen Schulterklopfer nicht mehr da sind und die Leute, die guten Freunde, die natürlich überhaupt nicht an dem Geld interessiert sind, was man so verdient, die sind dann komischerweise dann alle weg, wenn das Geld weg ist und die Karriere vorbei ist. Ja, die ganzen Arschlecker oder Arschkriecher, die sind dann weg, das stimmt wohl. Es ist überhaupt krass, finde ich, wie viele Geschichten es ja so gibt von Boxern, die aufgehört haben, und wie steil das dann mit den Berg abgegangen ist. Mir würden da jetzt nur wenige Boxer einfallen, wo das nicht so war. Also so aktiv, so aus dem Gedächtnis. Axel Schulz und Henry Maske, kann man sagen, denen geht's, glaube ich, finanziell ganz gut. Ja, sicherlich gibt es ja auch andere. Die Klitschkos Beispiele, wahrscheinlich auch. Ja, also Musterbeispiel ist wahrscheinlich immer George Foreman, der wahrscheinlich der reichste ist, der noch reichste Boxer überhaupt wahrscheinlich ist. Wusstest du eigentlich, dass der mit diesem Klappgrill mehr Geld verdient hat als in seiner Boxkarriere? Ja, der muss ungeheuer viel Geld verdient haben mit diesen Dingern. Die sind aber auch gut, ne? Muss man das auch wirklich sagen? Lean Mean Fettmaschinen oder keine Ahnung. Also ich habe jetzt keinen von George Foreman. Ich habe auch so einen kleinen Kontaktgrill. Und das ist schon. Also ich möchte so ein Ding echt nicht missen. Schmeißt da mal eben zwischen was zwischen. Im Hostel mit so einem Ding mein Essen zubereitet. Das war gut. Also das hat mir gefallen. Dieser George Foreman Grill, und von daher gute Dinge. Aber die meisten sind natürlich, die meisten stürzen ab und haben Probleme. Ne? Du hast natürlich auch wahrscheinlich oftmals keine Ausbildung, kein Studium. Du hast Brain Damage, bist vielleicht Punch Drunk. Hirnblutungen sind persönlichkeitsverändernd, und ja. Sprichst du gerade auf Riddick Bowe an? Ja, nein, aber dem ist das ja, glaube ich, attestiert worden. Der hat ja, glaube ich, mal auch seine Familie entführt, und die haben
Und der Richter hat das dann darauf zurückgeführt, auf die Hirnverletzungen, die er während seiner Sportkarriere erlitten hat. Ja. Irgendwas ist halt da. Es gibt halt relativ wenig positive Beispiele so von Boxern, die danach noch große Unternehmer waren oder erfolgreich waren oder irgendwie, das ist alles traurig, ist das. Das ist echt, das ist irgendwie so die Schattenseite des Sports, ne? Ich würde sagen, Rocky Marciano war einer. Ja, das Milieu, was sich da so um die Boxer tummelt, das ist natürlich, das ist schon nicht so toll immer. Und von daher kann man nur Chris Bird das Beste hoffen, hoffentlich nicht im Ring. Und ja, schauen wir mal. Genau wie Danny Williams, der Brixton-Bomber. Vielleicht findet er irgendwo in London oder in Brixton eine Anstellung als Klempner, was er eigentlich ist. Und kann dann noch irgendwie in Frieden und Ruhe Ach, der gesund ist auch Klempner? Leben. Ist der Dings, der David Price nicht auch ein Klempner? Oder Gaswasserinstallateur? Kann sein, ja. Ich meine das mal gelesen zu haben. Tyson Fury hatte, nachdem der irgendwie mal wieder irgendeinen Kampf vorzeitig verloren, doch mal so eine Torte gepostet von so einem Klempner, der da drunter lag. Das kann gut sein, ja. Der Brixton-Bomber ist es auf jeden Fall. Habe ich zumindest mal irgendwann gehört, weil früher Kämpfe, viele, viele Kämpfe von ihm gesehen. Ich stelle ihm die englische Meisterschaft und keine Ahnung, das ja, ich habe keine Ahnung, wie viele Kämpfe von ihm gesehen, jetzt die letzten Jahre nicht mehr so, weil wenn ich dann gesehen habe, eine Hand oder es hört, da muss ich mir nicht mehr geben, wirklich nicht. Mhm. Das hat auch mit Sport nichts mehr zu tun. Das ist einfach nur eine Schande, wie gesagt. Die sollen sich alle schämen, die ihn geboxt haben. Schämt euch, wirklich. Schande, Schande. Oder Shame. Shame. Genau, nur mit der Glocke hinterherlaufen, Glocke wie bei Game of Thrones. Jagen. Ja, Shame. Ja. Shame. Das wäre angebracht. Wirklich. Aber Danny Williams war, man lacht ja immer so ein bisschen, das Lachen ist jetzt übertrieben, also Mitleid ist es jetzt eher, was man nehmen würde, wenn du so die letzten 10, 15 Jahre so gesehen hast. Aber so in seiner Anfangszeit, der war schon nicht schlecht, das muss man sagen. Also der war schon anfangs auch sehr robust. Erinnere dich mal an das Ding, das der gegen Vitali Klitschko gemacht hat. Unfassbar. Boah, also das war ein Kampf. Das war somit einer der abartigsten Performances, was ich gesehen habe, was einer gefressen hat. Weil der ist ja wirklich derart verprügelt worden. Das war ja, ich hatte damals schon während des Kampfs irgendwie Angst um seine Gesundheit. Weil das ist, und wenn man sich vorstellt, was danach noch alles gekommen ist. Mein Gott. Ich glaube, der war doch, wenn ich das richtig in Erinnerung, erste, dritte, siebte und achte, glaube ich, war der unten gewesen. Und ist immer wieder hochgekommen. Und denkst so, Alter, bleib doch liegen. Ja. Und der hat ja gegen so viele Leute dann später so viel gefressen. Das ist so. Ja. Traurig. Und echt nicht schön. Also wie gesagt, das Boxen hat halt auch Schattenseiten. Und wenn man dann sowas sieht, dann, das sind auch immer so Momente, wo man sich fragt, ist das überhaupt, macht das überhaupt Sinn, dass ich mir das irgendwie noch gebe? Wo man dann irgendwie doch daran zweifelt. An dem Sport, weil das ist halt auch, ich meine, generell Profisport ist immer schmutzig, ne? Eben überall sind dreckige Tricks, komische Leute, Milieu ist am Start und so, aber im Boxen ist es ganz extrem und ja. Da ist man dann noch manchmal so ein bisschen, hat man so Momente, wo man sich denkt, eigentlich ist das unanständig. Aber egal. Wir freuen uns auf die nächsten Kämpfe am Wochenende, wo es dann wieder ordentlich zur Sache geht. Auf einem hohen Niveau. Ja, und dann hören wir uns. Aber stell dir mal vor, jetzt auf einmal sagt Meyres Brides ab und Danny Williams springt ein. Gott, ey. Will ich mir gar nicht vorstellen. Oder Riddick Bowe, bitte. Oh, mir fällt doch gerade ein, wir haben noch eine Hörerfrage. Ja, dann frag mal. Der Heiko hat bei Facebook gefragt. Hallo, ich habe gelesen, dass Felix Sturm noch 6 Kämpfe machen will. Haltet ihr das für realistisch? Nein. Gegen wen? Ich weiß nicht. Also wenn er jetzt erstmal gegen Chris Bird kämpft, das, und dann vielleicht noch, weiß das ich,
So zwei 20-0 Taxifahrer und dann einen vielleicht etwas besseren und dann noch ja, irgendwie zwei Money-Kämpfe vielleicht. Aber sechs Kämpfe ist schon, das ist schon eine Zahl. Ich sehe den auch nicht mehr willig im Ring. Der Mann ist jetzt 41. Also, wenn wo sieht man ihn im Ring? Wer will das denn zeigen? Wer will das denn zeigen, dass sich das lohnt? Dass er noch boxen könnte, denke ich, steht außer Frage, dass er auch ja, so Mittelklasse-Leute oder Leute vielleicht noch auf gutem Level besiegen kann, steht für mich außer Frage. Das hat er noch im Tank, definitiv, auch in dem Alter. Nur, wer bezahlt dafür? Welcher Fernsehsender zeigt das? Aber ich glaube, in Deutschland ist das schwierig mit den Geschehnissen, die so passiert sind, dass er da noch einen Fernsehsender findet, halte ich für fast unmöglich. Irgendwie auf Sport 1 gegen Abraham vielleicht oder sowas. Ist irgendwie vielleicht noch denkbar, aber das ist ja kein Geld mehr mit zu verdienen. Also ich wüsste nicht, wo er da noch groß Geld verdienen kann. Dass er kämpfen kann und kämpfen wird, vielleicht, ja. Aber auf welchem Level und ob sich das rentiert, weiß ich, ob er wirklich damit Geld verdienen kann. Oder wirklich so, wie er es mal gewohnt war oder mal bekommen hat, ich kann mir das nicht vorstellen. Also das ist. Also ich achte es als unwahrscheinlich, dass das realistisch ist. Ja. Also, ja. Also kämpfen vielleicht, ja, aber da irgendwie nochmal in die großen Geldtöpfe. Ich meine, wenn er schnell ist, könnte er vielleicht den einen oder anderen irgendwas gegen Feigenbutz oder irgendwie, ist sicherlich machbar, ist sicherlich nicht unmöglich. Auch irgendwo im MDR, wie gesagt, Sport 1 oder irgendwie so die großen Ordnung, aber das international, dass die Welt jetzt auf ihn wartet und irgendwo im Ausland kämpfen, wo will er denn boxen? Vielleicht in England, ich weiß gar nicht, ob der mit dann, ja, je nachdem, nach Amerika überhaupt noch einreisen dürfte. Also ich sehe das nicht. Also wo will er da noch Geld verdienen? Also, nee. Ich tue mich da schwer mit. Ich würde es ihm wünschen, klar, aber ich glaube nicht. Ich sehe das so nicht. Oder siehst du dann, du hast ja auch gesagt. Nein. Nö, also ich sehe es gar nicht, weil wer will das zeigen? Wer will das noch sehen, sodass sich das lohnt? Auch wenn du jetzt, sag mal, gegen No-Names box, auch No-Name will eine Vorbereitung haben. Eine Vorbereitung kostet Geld. Die muss gegenfinanziert sein. Und dass dann noch am Ende ein Gewinn rauskommt. Also deswegen sage ich mir halt auch, halte ich das für unwahrscheinlich. Ja, selbst wenn er noch irgendwie so, weiß ich, so eine mittelgroße Halle mit seinen, der hätte schon Fans, voll machen würde, irgendwie, weiß das ich, 3.000, 4.000 Zuschauer irgendwo. Aber wir haben Corona und das wird alles weiter nach hinten verschieben, dann ist er vielleicht, wenn Corona dann irgendwann kein Problem mehr ist, dann ist er vielleicht 42, 43, 44. Wie soll das gehen? Er träumt da sicherlich von und wünscht sich das so, dass er dann auch mal irgendwie anknüpfen kann an die Zeiten, aber die Welt ist einfach eine andere und die Welt ist schwieriger geworden. Und ich träume auch von einem Haus am Strand. Also in der Türkei kannst du es dir leisten. Ja. Könnte ich. Aber vielleicht nicht an den Orten, wo du irgendwo in Malibu oder so. Wird schwierig. Ja, das stimmt wohl. Auch so in, auch vielleicht so eine Hütte auch in Mexiko in Florida, könnte da das teuer sein. Da ist das erschwinglich. Aber ja. Vielleicht mache ich so eine kleine Kokain-Finca in Kolumbien auf. Das stimmt, da kann man sich dann die Nase pudern und da vielleicht noch irgendwie in den Handel einsteigen. Mhm. Ja, also Möglichkeiten sind da. Ja, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich fände es irgendwie fehlt einfach das Ding auch gegen Abraham. Es fehlt einfach so, wie einfach irgendwie damals auch Michalczewski Maske einfach fehlt. So zum Beispiel. Das ist irgendwie so ein Kampf, der gefühlt einfach fehlt. Nur die sind einfach in einer ähnlichen Situation und bei Sturm kommt halt ein Schweren dazu, finde ich, dass mit der Vergangenheit jetzt was passiert ist, oder auch nicht, ich weiß, ne, was da wirklich bei rumkommt jetzt oder rumgekommen, ich weiß nicht genau, wie man das ausdrücken kann. Und das macht es nicht unbedingt gerade leichter, einen Fernsehsender zu finden. Und den Fernsehsendern, die sparen ja auch an allen Ecken und Kanten und dass sie da irgendwelche Events auf die... Nein, 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 das ist alles...
alles. Ja, und dann noch irgendwie Bad Publicity und sowas. Ja, schwierig, schwierig. Der hat das gesagt vor 20 Jahren oder sowas und das genügt einem heutigen Anspruch nicht mehr und das glaube ich alles auch nicht mehr. Also, dass das noch irgendwie jetzt kommt, dass der jetzt ein großes Comeback macht. Wie gesagt, ich glaube es nicht. Nein, nein. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Gut, dafür, dass wir jetzt nur zwei größere Kämpfe hatten, haben wir jetzt gut 45 Minuten aufgenommen. Sollte reichen für heute. Und dann, liebe Hörer, falls ihr wieder Fragen habt oder Anregungen, Wünsche oder irgendwelche Ideen für irgendwelche Sonderfolgen, die wir irgendwann mal machen werden, immer her damit, sonst teilt uns, liked uns, empfiehlt uns weiter. Genau. Ansonsten, wenn ihr uns auch vielleicht mal ganz viele Fragen auf einmal schickt, vielleicht machen wir mal einfach nur eine Fragenfolge. Das kann ja auch sein. Weil ihr fragt, wir antworten. Wenn wir genügend Fragen da zusammen haben, um so eine Stunde zu füllen, warum denn nicht? Genau. Wir werden da offen für fast alles. Oder auch andere Sachen, wenn ihr, weil ich, von uns Kochtipps haben wollt oder so. Ja. Nähen und so. Ne? Alles. Und wir können auch mal über andere Themen reden, ganz wie ihr wollt. Also wenn ihr da Ideen habt, dann. Oder wenn ihr, keine Ahnung, mal von irgendwas, wenn ihr gerne in den Swingerclub geht und davon mal berichten wollt oder ein Gayclub oder so, dann könnt ihr uns sicherlich davon mal erzählen, ne? Also wenn ihr da mal einen Podcast machen wollt, schreibt uns. Nein, Quatsch. Wie auch immer. Erfahrungstipps sind immer noch die besten Tipps, ne? Ja, ja. Also wir sind für fast jede Sauerei zu haben. Nicht jede, aber fast jede. Von daher, macht, was ihr wollt. Stellt uns alle Fragen oder auch nicht. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss. Servus. The One and Only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast.de